In diesem Video zeige ich dir alle Shinto-Steine und verlinke sie dir in die Videobeschreibung mit einem Timelink, damit du wirklich auch die Übersicht behältst. Also beginnen wir mit der ersten Region. Wenn wir hier jetzt reingehen, fangen wir mal ganz unten an und gehen alles durch. Also hier ganz unten ist überhaupt gar nichts. Dann gehen wir hier hoch. In der Mitte ist hier der erste Schrein. Dann gehen wir hier rechts mal weiter. Hier ist der nächste. Also wenn wir jetzt hier so den Vergleich haben, hier ist der erste, hier ist der zweite. Dann ist hier der dritte, hier ist der vierte. Also im Endeffekt so ein Rechteck fast schon. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier ist der nächste, der fünfte. Hier ist der sechste, hier ist der siebte. Ja, das ist die erste Region. Also guck nochmal, ich zeig dir nochmal. Also das geht hier wie so ein Rechteck. Dann geht es hier hin nach links. Hier ist noch einer und hier. So, dann gehen wir in die zweite Region. Hier gleich am Anfang einer, dann direkt hier links, dann hier einer, dann gehen wir wieder nach rechts, hier ist der nächste. Es lohnt sich auch, die zu machen. Du kriegst geile Talismane, die du ausrüsten kannst. Hier ist dann wieder der nächste. Hier ist noch einer. Also es gibt schon einige. Und dann sind wir auch schon in der dritten Region im Endeffekt. Hier ist einer, hier und hier oben. Also ich gehe nochmal nach unten zur Übersicht. Zack, dass wir nichts vergessen. Hier ist einer, dann hier, 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 hier. Und hier. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Abonniere den Kanal, wir machen 100%. Du kannst den Guide angucken. Wir leiten dich durch alle Erfolge, also durch alle Trophäen, bis du die Platin hast.